Du überlegst, dich selbstständig zu machen oder du bist ja schon im Nebenerwerb oder im Vollerwerb und brauchst dringend professionelle Beratung von einem oder mehreren Experten? Nun, da bist du heute hier richtig, denn ich werde dir aufzeigen, dass du das nicht alleine bezahlen musst, denn der Gesetzgeber, die EU, hat erkannt, dass es sinnvoll sein kann, öffentliche Mittel dafür zur Verfügung zu stellen, dass du professionelle Beratung bekommst. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, für Finanzierung und für Geschäftsentwicklung. Und jedes Jahr helfen wir vielen hundert Menschen dabei, sich entweder selbstständig zu machen oder zu wachsen und sogar schließlich dann später ihr Unternehmen erfolgreich zu verkaufen. Und in der Regel ist es so, dass ein Unternehmer, ein Gründer bei uns zwischen 3 bis 12 Monate bleibt. Manche Startups begleiten wir auch über viele Jahre durch die verschiedenen Finanzierungsphasen. Und klar ist, wir verkaufen keine Produkte als Berater, sondern unsere Zeit. Es gibt also dann Honorarsätze und für einen Gründer können diese manchmal zu hoch sein. Deshalb gibt es heute 2 wichtige Instrumente, die ich dir zeige, wie du entweder einen Zuschuss bekommst oder sogar die vollständigen Kosten erstattet oder übernommen bekommst. Fangen wir mit dem ersten Thema an. Der AVGS, der Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein, der übernimmt bis zu 100% aller Kosten deiner Beratung. Wir sprechen hier von ungefähr 60 bis 80 Beratungseinheiten, Schulungseinheiten. Und das Gute ist, das sind keine Gruppenmaßnahmen, wo du dich mit 20 anderen Menschen in eine Klasse zwängen musst, wo jeder ganz andere Interessen und Fragen hat und du zu kurz kommst. Nein, das sind 1:1 Beratungen, die dann stattfinden. Und das Gute ist, das können auch verschiedene Experten sein, nicht nur eine Person, die eierlegende Wollmilchsau, die alles kann. Und die Grundlage für dieses Förderprogramm, das ist die Voraussetzung, dass du ein ALG 1 oder 2 Bescheid hast. Und es geht sogar dann, wenn du bereits im Nebenerwerb selbstständig bist, dann arbeitslos wirst und dann zum Jobcenter oder Arbeitsamt gehst und einen dieser beiden Bescheide vorlegst. Dann hast du nach dem Paragraph 45 SGB III die Möglichkeit, diesen Antrag zu stellen. Und der Sachbearbeiter, der darf gar nicht ablehnen, wenn er dafür keine Gründe hat. Das zweite Förderprogramm, das ist für dich wichtig, wenn du kein ALG 1 oder 2 Bescheid hast oder wenn der AVGS nicht ausgereicht hast. Der BAFA, Beratungszuschuss, der wird über das Bundesamt für Ausfuhrkontrolle verwaltet, aber dahinter, da steckt ein europäischer Sozialfonds, das ist ein europäisches Förderprogramm. Und du hast die Möglichkeit, hier zwar nicht 100% wie beim AVGS zu bekommen, aber immerhin zwischen 50 bis 90%. Das kann also sein, dass du auch nur 10 oder 20 Euro selbst dazu zahlen musst die Stunde und dafür kriegst du dann professionelle Experten, Steuerberater, Unternehmensberater, Rechtsanwälte, Marketingfachleute, die nicht selten einen 3-stelligen Stundensatz haben. Hierfür gibt es also den Zuschuss. Und hier ist dann auch der Vorteil gegeben, dass du dann eine 1:1 Beratung hast. Also du sitzt immer einer Person gegenüber, nicht wie im Existenzgründungsseminar, wo vielleicht 15, 20 oder wie bei der IHK 30 Leute sitzen. Hier kannst du deine Fragen loswerden. Dein Anliegen ist Thema. Und wie viele Stunden kannst du da letztendlich beantragen? Nun, in der Regel ist es so, dass du pro Antrag, pro Projektantrag so zwischen 15 bis 30 Stunden beantragen kannst. Und diese 15 bis 30 Stunden, die kannst du in bis zu 6 Projekten wiederholt stellen. Wenn du sagst, du möchtest die Wahrscheinlichkeit deines Erfolgs erhöhen und nicht alle Fehler mitnehmen, die man so mitnehmen kann, also die Fettnäpfe zu vermeiden, sei es die Steuerrückzahlung oder Nachzahlung oder Vorauszahlung, sei es die entsprechenden vertraglichen Dinge, das Vermeiden von Abmahnungen, dann lade ich dich ein, hier Beratungsförderung zu beantragen. Du kannst das gerne hier bei uns in der X-Group beantragen, denn wir sind ein zertifiziertes Beratungsunternehmen nach AZAV. Das ist die Voraussetzung, dass wir überhaupt diese Gutscheine dort benutzen dürfen, weil wir in der Bundesagentur gelistet sind mit einer Maßnahmennummer. Und wir können aber auch die Antragstellung für dich durchnehmen. Es dauert 15 bis 20 Minuten bei der BAFA, weil wir dort auch akkreditiertes Beratungsunternehmen mit einem Qualitätsmanagementsystem sind. Gerne kannst du hierfür einen Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch über ca. 45 Minuten. Dort kannst du alle Fragen stellen, aber wir können auch besprechen, was hier die nächsten Schritte sind.
Unser Team von der X-Group begleitet dich bei der Antragstellung und auch bei der Abrechnung und bei der wiederholten Antragstellung, solange bis du dein Ziel erreicht hast, die Tragfähigkeit des Unternehmens, die Gründung, das Wachstum des Unternehmens oder schließlich den Verkauf. Gerne aber kannst du jetzt auch den Kanal abonnieren und uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg und ich freue mich, dich persönlich kennenzulernen. Dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.